Welche Branchen brauchen eigentlich kein Google Business Profil? Über dieses Thema sprechen wir heute mit Jeremy Trachtenberg von G-Delete. Herr Trachtenberg, herzlich willkommen zurück beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute wieder Zeit haben. Gerne, auf ein neues. Genau, wir hatten ja schon zwei spannende Interviews. Und wir haben heute noch einige Fragen an Sie. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Zuschauer auch super spannend ist. Aber um alle einmal abzuholen, die vielleicht die ersten Videos nicht gesehen haben. Ihr Unternehmen, die G-Delete, unterstützt Unternehmen dabei, wenn sie ihr Google-Business-Profil löschen lassen möchten. Was sind denn so normale Gründe oder allgemeine Gründe, warum Unternehmen an Sie herantreten? Ja, die meisten Gründe sind eigentlich doppelte Profile, veralterte Profile, gar keinen Zugriff mehr auf ein Profil oder unglücklich, weil extrem negativ bewertet, Geschäftsaufgaben, Übernahmen. Also ein ganz breites Spektrum eigentlich an Wünschen, warum der Kunde am Ende des Tages oder der Interessent zu uns kommt. Und wenn ich Sie beauftrage, kümmern Sie sich nur um deutsche Kunden und Kunden oder kann man auch international an Sie herantreten? Nein, also tatsächlich ist es so, Schwerpunkt ist bei uns die Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind selber in Österreich ansässig, aber den deutschsprachigen Raum decken wir eigentlich vollständig ab. Mittlerweile machen wir es sogar international. Wir haben Kunden aus Amerika, Afrika, Asien, also jeglicher Couleur, überall her mittlerweile. Was war denn so die weiteste Entfernung? Ich glaub einmal Senegal und einmal Australien. Ja. Okay. War recht spannend. Ja. Das ist ja wirklich einmal um den Globus herum. Ja, es ist wirklich einmal um den Globus herum. Ja. Wir hatten uns einmal im Vorgespräch auch so ein bisschen über verschiedene Branchen unterhalten und Sie haben gesagt, dass Ärzte und andere medizinische Fachkräfte besser auf ein Google-Business-Profil verzichten sollten. Ja. Warum ist das so? Subjektiv aus unserer Sicht jetzt gesehen, ja, sind wir der Meinung, dass Ärzte sich mit einem Google My Business Profil eigentlich in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Wir haben eine ärztliche Schweigepflicht, ja, wir haben einen Datenschutz, sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und jetzt schreibt Lieschen Müller einen Kommentar beim Dr. Meyer, dass die Ordinationshilfe in der Praxis nicht nett war. Ja, und der Arzt antwortet, ja, aber Frau Lieschen Müller, Sie hatten ja keine Zeit zu warten. Eigentlich outet er damit, dass die Dame bei ihm Patientin ist. Ja. Und rechtlich, aus unserer Sicht der Dinge, was Datenschutz angeht und ärztliche Schweigepflicht, eigentlich schon fast grenzwertig. Obwohl teilweise auch wirklich Patienten sehr detailliert in die Materie reingehen und Ärzte darauf antworten. Aber wir finden G-Delete an sich findet, und ich persönlich auch, dass Ärzte eigentlich bei Google My Business gar nichts zu suchen haben. Es gibt ganz andere Plattformen, die für Ärzte geeignet sind. In Österreich ist es die Ärztekammer. Es gibt ähnliche Portale auch in Deutschland und auch in der Schweiz. Es ist eigentlich für einen Arzt nur Kopfschmerzen und jemand, der heute einen Arzt sucht, findet ihn so oder so. Ob es jetzt der Allgemeinmediziner ist oder der Fachchirurg, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder hat eine Webseite, jeder ist in der Ärztekammer aufgelistet. Also Ärzte setzen sich hier der Willkür von Patienten aus und haben damit eigentlich extreme Kopfschmerzen. Also ganz viele Ärzte kommen auf uns zu, aktiv, und sagen, Mensch, ich hätte gern einzelne Bewertungen weg oder ich würde gern die Bewertungsfunktion ausschalten. Beides leider nicht möglich. Ja, wir kriegen die Bewertungen nicht weg und wir können auch die Funktion nicht ausschalten. Das wäre toll, wenn es diese Option bei Google geben würde. Gibt es nicht. Und danach, wenn Sie sagen, Mensch, jetzt löschen wir es erstmal und warten mal 14 Tage, 3 Wochen oder 4 Wochen ab, sind Sie danach total happy und wollen gar keins mehr. Ja, weil Sie sagen, Mensch, einmal Kopfschmerzen weniger. Warum habe ich das nicht schon vorher weggemacht? Ich finde das unglaublich spannend. Wollen wir noch mal eine kurze Schleife drehen? Gibt es vielleicht noch andere Branchen, wo es aus rechtlichen oder ethischen Aspekten ebenso Sinn macht, auf ein Google-Business-Profil zu verzichten? Ja, gibt es. Gibt es definitiv. Wir haben sehr, sehr viele Kindertagesstätten zum Beispiel. Kindergärten, Grundschulen, die auf uns zukommen, wo ich auch der Meinung bin, hier hat es eigentlich ethische Gründe. Nicht jeder muss wissen, wo ein Kindergarten ist. Ja, das sagt einem die Gemeinde oder das KVR oder das Bürgeramt. Ja, da finde ich es einfach deplatziert. Andere Branchen, es gibt Branchen, die brauchen es sicher. Friseure, Bäcker, da wird sicherlich benötigt, wenn in der gleichen Straße noch 5 andere sind. Wobei man hier auch auf viele
Aspekte aufpassen muss, ist das Profil gepflegt. Rechtlich wüssten wir jetzt außer Ärzte niemanden aus unserer Sicht. Aber auch Rechtsanwälte zum Beispiel sind sehr viele unsere Kunden. Scheidungsanwälte bevorzugt, ja, weil die Gegenseite sie bewertet. Ja, schwer verloren, schwer Geld abdrücken müssen, also drücke ich dem Anwalt noch mal rein, wie gemein er doch zu mir war. Ja. Aber Vereine, Hilfsorganisationen, militärische Einrichtungen, ja, Kasernen etc. Sind auch mittlerweile, haben wir hier Regierungsaufträge, wo wir militärische Einrichtungen löschen, die ein Google My Business Profil haben. Oder gerade in der heutigen Zeit muslimische Einrichtungen, jüdische Einrichtungen, Synagogen, Moscheen etc., die eigentlich so, oder Kirchen, die sowas gar nicht brauchen. Es gibt noch ein Buzzword, was ich gerne reinwerfen möchte in unser Interview. Das ist der Datenschutz. Gibt es denn hier in diesem Fall auch bestimmte Aspekte oder spielen die eine Rolle bei der Entscheidung, ob ein Unternehmens-Business-Profil bei Google eher gelöscht werden sollte oder nicht? Ja, der Datenschutz spielt eine Rolle, aus unserer Sicht bei Ärzten ganz massiv und bei jedem, der eigentlich einer Schweigepflicht unterliegt, also wo es eine Schweigepflicht gibt. Ja, weil sobald jemand eine Bewertung macht, der kann sie anonym machen mit einem Fake-Profil, aber derjenige, also der Betreiber des Google My Business Profil, postet im Unternehmensnamen oder im Ärztenamen oder im Rechtsanwaltnamen und legt ja dann offen, Mensch, ist der eigentlich bei mir Patient oder Kunde gewesen oder nicht? Ja, also hier sollte man schon aufpassen, auch wenn es noch keine wirklich konkrete Rechtsprechung dafür gibt. Aber die Anwälte und Rechtsanwälte, mit denen wir zu tun haben, beschäftigen sich ja mit den Themen auch und die sagen auch, ja, ist eine massive Grauzone. Noch eine spannende Frage in diesem Aspekt. Wie beeinflussen denn ganz explizit negative Bewertungen und die Möglichkeiten zu einer öffentlichen Antwort die Entscheidung von Unternehmen, sich für oder gegen ein Google-Business-Profil zu entscheiden? Das variiert. Im ersten Schritt, wenn der Kunde heute zu uns kommt und bei uns die Anfrage stellt und wir das erste Telefonat oder Online-Meeting mit ihm führen, heißt es immer, ja, wir möchten es gerne. Also eigentlich wollen sie es gar nicht löschen, weil sie brauchen es unbedingt. Da schmunzeln wir mittlerweile schon ein bisschen. Dann erklären wir ihnen aus unserer Sicht der Dinge, warum er es nicht braucht, sehr detailliert. Spielen auch auf sein eigenes Suchverhalten an, weil eigentlich sucht keiner bei Google Maps, die meisten suchen bei Google. Ja, und dann ist ihm bewusst, okay, wir löschen es. Aber dann kommt eigentlich im nächsten Step gleich die Frage, ja, wann machen wir das Neue? Und unsere Empfehlung, und das haben wir mittlerweile so im Verkauf einfach mit eingebaut, sagen wir erstmal, wir warten 4 Wochen. Und dann schauen wir mal, ob sie überhaupt eins brauchen. Ja, bei bestimmten Branchen ist das dann immer ganz lustig, wenn man dann so nach 14 Tagen anruft und sagt, und wie schaut's aus? Hat der Erste schon mal nachgefragt, ja, warum ihr kein Google My Business Profil hat? Nö, kein Mensch. Und was ganz toll ist, keiner nervt mich mehr. Ja, und das ist halt ein Punkt, die Leute sind da so ein bisschen im Tunnelblick der letzten Jahre, weil die Marketingagenturen und ihnen jeder eingeredet hat, hey, ihr braucht unbedingt ein Google My Business Profil, ohne dem geht's nicht. Gerade in der Schweiz, ganz schlimm. Ja, die Schweizer sind da ganz extrem, was Google My Business Profile angeht. Und was auch den meisten Leuten gar nicht bewusst ist, die meisten gehen davon aus, dass Google die Profile selber angelegt hat, wenn sie ein Unternehmen anmelden. Was nicht stimmt. Ein Google My Business Profil muss proaktiv von einer natürlichen Person angelegt werden. Okay. Und meistens sind es halt die Werbeagenturen, Telefonbuchanbieter, Internetvertragsanbieter etc., die das machen und der Kunde es teilweise auch gar nicht weiß. Wir haben über viele Pros gesprochen und auch über viele Cons zum Thema Google Business Profile. Gibt es denn Alternativen zu Google, wo ich mich vielleicht sonst hinwenden kann, was eventuell besser zu mir passt? Ja, gibt es. Definitiv. Auch sehr branchenspezifische Alternativen. Im Handwerksbereich gibt es tolle Plattformen, die man nutzen kann. Hat aber auch hier immer wieder das Thema mit den Bewertungen. Zum Teil nicht löschbar. Ja, und auch nicht kein Einspruchsrecht. Für Ärzte gibt es tolle Bewertungsportale. In Deutschland gibt es einen Anbieter, der ein Bewertungsportal hat, was für Ärzte eigentlich gut wäre, wenn es richtig genutzt würde. Aber leider die meisten Ärzte sehr unzufrieden sind, was die Bewertungsthematik angeht. Ja. Autoverkäufer, Autohändler, haben auch verschiedenste Möglichkeiten, um auf Google zu verzichten. Sehr spannend. Herr Trachtenberg, vielen Dank, dass Sie nochmal bei uns waren. Gerne. Und wenn es was Interessantes zu berichten gibt, laden wir Sie sehr gerne wieder ein. Komme ich wieder. Super, danke. Bis dann.